Hallo und herzlich willkommen bei den deutschen Feuergamern. Mein Name ist X-Man und wir schauen uns heute zusammen Blade & Sorcery an. Ja, wie ihr seht, wir befinden uns hier im Hauptmenü. Wir haben drei Plätze, um einen Charakter zu erstellen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Gut wie immer, männlich, weiblich. Bleiben wir mal bei männlich. So. Ganz ohne Haare will ich dann auch nicht in den Kampf gehen. Können wir den hier irgendwie drehen? Nein, nicht? Okay. So, ein Bart wollen wir natürlich auch haben. Oh, der schaut doch ganz schick aus. Ja, ihr seht, ihr könnt hier alles Mögliche am Gesicht ändern, am Kopf, am Körper. Limbs kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber lassen wir mal so, wie jetzt ist. So, dann wählen wir unseren Charakter aus. Dann kalibrieren wir kurz. So, also in dem Spiel könnt ihr alle möglichen Waffen benutzen, wie dieses Schwert hier am Rücken. Kannst du mal zuschlagen. Es ist basiert sehr auf Physics. Und ja, ihr könnt natürlich auch Zauber benutzen. Jetzt zum Beispiel mal den Blitz aus, dann können wir das hier machen. Können wir ein bisschen Sith Lord spielen. Gut, hier sieht das Tutorial. Ich habe es schon mal ausprobiert, darum da weiß ich es jetzt genau, aber lest euch in Ruhe durch, weil ihr braucht wirklich die Beschreibung. Dann schauen wir mal hoch. Hier können wir uns mit Waffen ausrüsten. Es gibt Heilpotions, es gibt Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Schilde. Ja, eigentlich alles, was ihr haben wollt. So, wir können jeweils 4 Waffen ausrüsten oder halt auch Schilde. Dann machen wir den Schild hier an den Rücken. Ja, wir können den Schild hier zum Beispiel nicht an den Hüften befestigen. Dann machen wir noch eine Axt. Ein Schwert. Was haben wir denn da dran? Ah, ein Dolch. Aber ich bin nicht so Fan von Dolch. Obwohl. Nee, ja doch, nehmen wir mit. Und dann können wir noch was am Rücken legen. So. Ich würde sagen, schaut doch ganz nett aus. Wir können uns jetzt gerne nochmal im Spiegel bestaunen. Wie ihr bereits gesehen habt, man kann auch noch irgendwie neue Zauber freischalten. Ich weiß allerdings leider noch nicht wie. So, hier seht ihr Schild am Rücken. Waffen. Ihr könnt natürlich jederzeit mit beiden Händen kämpfen. Ich würde sagen, wir sind gut ausgestattet für den Kampf. Dann schauen wir uns doch mal direkt ein Level an. Machen wir den Mark. So. Wir sind am Mark. Es gibt da noch ein ganz lustiges Feature hier in diesem Spiel, also das zeige ich euch hier noch. Ihr seht, er hat theoretisch auch nochmal Waffen. So, wählen wir mal Welle 1 aus. Und auf Medium. Nehmen wir mal die Axt wieder auf. Ah,
nimm dies. Also müsst wirklich die Gegner genau treffen. Am Anfang etwas schwer. Oder sie schlagen sich gegenseitig. Oder wir machen natürlich das hier. Nur weil er am Boden liegt, heißt es nicht, dass er tot ist. Könnte natürlich auch. Okay. So, beim letzten Gegner zeige ich euch dann was ganz Lustiges, was man hier in diesem Spiel machen kann. Und auf Nummer sicher gehen. Ich bin der Sith Lord. Stirb. Irgendwo müssten wir hier noch eine Lebensmana-Anzeige haben. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden, wo. Unbedingt, dass wieder einer von hinten kommt. Nur zur Erinnerung, das ist bloß die erste Welle. So, ihr seht, ihr könnt natürlich auch mit da im Schild stecken bleiben. Räumen wir ihn mal. Okay, so wie es ausschaut, habe ich ihn aussehen getötet. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, ihr könnt natürlich den Gegner auch während dem Kampf hier zum Beispiel packen. Ich werde einfach mal ein bisschen reinstochern. Könnt ihr natürlich auch nehmen. Und hier einfach aus der Wand suchen und so K.O. schlagen. Bisschen schocken. Also ziemlich makaber das Spiel. So, dann schauen wir uns nochmal andere Gegner an. Dazu gehen wir hier auf diese Tür da oben und go to home. So, hier sind wir wieder. Bereit für den nächsten Kampf. Und ich würde sagen, legen wir direkt los, indem wir fertig sind, gegen Türen zu springen.
Es sieht, momentan gibt es nur noch, also nur die drei Gegenden hier. Die anderen kommen noch. So, Arena. Gegen Banditen kämpfen wir hier. Machen wir wieder auf Medium. Wave 1 wieder. So, ihr seht. So können wir natürlich ganz schnell den Kampf gewinnen. Wieder Blitz ausrüsten. Oh Mist, ich hab Axt verloren. Ein bisschen schocken hier. Stecken wir fest. Oh Mist. Der wollte gleich gar nicht mehr von euch weg. Also ihr seht, es muss nicht immer was Großes, Wuchtiges sein. Es sind auch kleine Dolche. Nur mal sicher gehen. Ich glaube, ich kämpfe jetzt mal mit dem Dolch, weil das hat recht viel Spaß gemacht. Aber wir nehmen uns trotzdem falls aber noch eine Axt mit. Man kann ja nie wissen, wo man das braucht. Hier zum Beispiel Heiltrank nehmt ihr. Korken. Wenn auch wenn ihr trinkt hier die ziemlich viel noch drin ist. Und Lebensanzeige habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Aber egal. So. Jetzt sagen, dann schauen wir uns mal zusammen das letzte Level an. Wie neu? Ah, jetzt haben wir die Axt wieder rechts, okay. Und zwar gibt es hier mit dem dunklen Kult. Klingt das sehr interessant schon mal. So, Schild, ganz wichtig. Könnt ihr jetzt natürlich auch gerne mal auf schwer probieren. Blitz ist ausgerüstet. So, dann machen wir Wave 1 und auf Hard. Ihr seht, es ist auch schwer, sie haben jetzt
größere Schilde. Übrigens das erste Mal jetzt hier das auf schwer spielen. Verdammt gut im Abblocken. Geht weg, geht weg. Recht viel anders komme ich gerade leider nicht ran an die. Genau ins Gesicht. Stirb. Wo ist denn jetzt mein Dolch hin? Ich habe jetzt ernsthaft keine Waffe mehr. Okay, das könnte etwas problematisch werden jetzt. Okay, wir haben Zeitlupe aktiviert. So. Dann machen wir es halt so. Oh, ich finde dieses Spiel so hammer. Könnte das so schon makaber sein? Und weil der Arsch uns mit Blitzen beschossen hat.
Okay, wir kommen nicht ganz ran. Aber egal. Oh, da ist mir eine fiese Foltermethode eingefallen. Können wir gerne mal ausprobieren hier an dem anderen, der wohl noch rumliegt. Gut, wir haben da vorne noch so ein Gitter. Ist aber schade, dass es hier noch kein Multiplayer gibt. Also, dass man jetzt zwei irgendwie kämpfen kann. Vielleicht kommt es noch nach. Mal schauen. Mann, ich wollte den gar nicht so weit unten haben. Wow. So, wir machen es jetzt. Count Dooku-Style. Na gut, Leute. Also, was ich zum Abschluss noch sagen kann, es ist eine Hammer-Grafik. Es macht mega Spaß, das Spiel. Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt alle möglichen Waffen benutzen. Und ihr könnt, wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und auch gerne ein Abo. Besucht uns auch mal auf unserer Facebook-Seite Deutsche VR Gamer und würde mich freuen, euch bei uns in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Also, ich war euer Echsenmann, viel Spaß noch und man sieht sich. Ciao!